Nö, dann presse ich den zweiten. Gut, dann kriegst du 2 plus 6 sind 8 TP. Ja. Rüstung kannst du abziehen. Ich, ja. Und dann habe ich 1, 2, 3 mal bin ich fertig. Ich habe keinen, nicht so viel Schaden gemacht, dann seid ihr dran. Und Ich würde zwar gerne noch Travigo. was. Ich würde gerne noch was zwischendurch machen. Ja, Einerseits meinen Hund herpfeifen. Der ist ja, war ja in Sichtweite, soweit ich das mitbekommen habe. und weiter. Dem Sato einfach hinterher zu rufen, hilf uns irgendwie. Okay, so, machen wir weiter mit. Darf ich auch gerade? Ich will vorziehen und Wir hauen. machen erstmal einen Kampfrunden, danach gucke ich mir an, was mit den anderen ist. Travigor. Fiona zieht vor. Ich würde. Fiona zieht vor. Eine Parade hast du, eine Aktion hast du noch. Wieso? Ich habe doch den anderen durchgelassen. Zwei Aktionen habe ich noch. Ah, stimmt. Ich habe eine Parade Ja, benutzt. stimmt, du Warte. hast recht. Kaboom! Ja. Ha! Ich kann auch wieder parieren. Ist bereit. Wie viele Aktionen haben die denn da? Wir haben mit So. Schildkampf 2 haben die jeweils 2 Paraden und mit Formation können sie dann eben die Paraden von anderen auch noch auf den anderen übertragen. Eieiei. Ist pariert, du hast noch einen Angriff. Ja, ich habe doch nochmal angegriffen. Es war nochmal ein Die 13. Ich würfel 13. im Moment gefühlt immer das gleiche. Vorhin habe ich auch zweimal 10 gewürfelt. Ich Gut, meine, was ist da ist los? pariert. Jesus. Der hat mich doch schon angegriffen. Warum hatten wir drei Paraden? Warum hatten wir nur zwei? 2 Paraden, ein Angriff. Ah. Dann ist Travigo dran. Ihr Rabauken! Ich versuche den einen zu entwaffnen. Okay, ja. Nur eine plus 4, weil ich ja die Meister Parade geschafft habe. Geschafft. Das kann ich ganz normal parieren, ne? Ich glaube, das ist Ist nicht pariert. Dann nicht entwaffnest pariert. du. Nee, ist nicht pariert. 19. Nicht Die pariert. dürfen noch eine Körperkraftprobe plus 8 machen. Ja, plus 8. Nicht geschafft. Dann Damit fliegt ist der der eine Streitkolben entwaffnet. jetzt in den Kerzenzieherhof. Sehr gut. Boss von mir. Aber Frosty, der hat doch bei mir vorhin auch eine 19 geworfen. Ich verstehe das nicht. Warum hat er dann bei mir parieren können? Ich verstehe dieses Prinzip noch nicht. Weil das 3 Paraden von jeweils links, rechts und denjenigen, den du attackiert hast, sind das 3 Paraden. Und mit der 11 und mit der 7 haben die deinen Streitkolbenwurf abgefangen, aber die 19 eben nicht. Ach so, das heißt, die haben quasi eine gemeinsame Parade und Eine wenn nur eine gemeinsame davon Schildfront. gelingt, gelingt mein Angriff nicht. Gut, dann freie Aktion von demjenigen, der gerade entwaffnet worden ist. Ach so, ja, das ist gerade ein preisgefälliger Mob. Ich muss den gerade mal entfernen und gegen einen Bauern austauschen. So rum. Freie Aktion. Alarm! Sie greifen an! So, jetzt dritte Kampfrunde. Wir fangen mit Corian an. Was möchtest du tun? So, Corian würde gerne, während er sich an den Ketten von Blutfaust zu schaffen macht. Wir handeln immer noch in Kampfrunden, richtig? Ja. Ja. Zwei Drei. freie Aktionen. Stimmt es, was sie sagen? Und nickt Nein. dabei einmal nach hinten. Gut, das reicht Maxwell, mir. er beißt sich auf die Lippen, die platzt auf, blutig rot, Blut läuft aus seinem Mund und er knurrt dich an. Nein. Das reicht mir. Er ist ein Korgeweihter. Ich mache mich weiter an den Ketten zu schaffen. Versuche, ob ich die aufkriege. Möchtest du irgendwie Hammer schlagen, die Ketten oder sowas? Ich habe keine Waffe oder haben sie mir meine Waffen nicht abgenommen? Nee, gut, du hast keine Waffen. Gut. Zuerst von den Ketten. Ralf. Initiative? Habe ich gewürfelt oder 14? Asozial würde versuchen, eben auch hinter diesem Mensch dahinter, diesem Satyr-Mensch da aus dem Fenster zu kommen. Aus dem Fenster, gut. Raus. Ist der schon weg eigentlich jetzt, oder? Der läuft in Richtung des Waldes. Du siehst, wie gerade ein Hund entgegenkommt. Das ist wohl der Hund von Ardo. Und ja, er verschwindet im Wald. Der Hund kommt aus dem Wald. Wer ist da noch? Da ist noch diese Gefangene. Und Ardo, ist der jetzt wirklich hier oder was? Ohaya, guck dich an, panisch. Du musst mich nach Garat bringen. Jetzt! Und läuft dann auch in den Wald. Okay. Wow. Da oder hier. Bist dir nicht sicher, ob sie wirklich Ohaya ist, aber sie behauptet es. Du hast sie nie gesehen. Sie könnte es sein, sie könnte es auch nicht sein. Ne, ich meine, ist da der Ardo noch oder ist der noch irgendwie maskiert oder wie ist das? Ja, du, was Ich tust stehe da. du? Gehst da, wartest auf den Hund. Erstmal, wollte Tjalf irgendwas machen? Ja, der guckt sich da natürlich um, wenn er aus dem Fenster springt. Aber die Frage ist, erkennt der Ardo überhaupt? Ja, klar, ich habe die harmlose Gestalt schon vor Ah, okay. Zeiten fallen lassen. Gut.
Oder bleibe ich bei Ardor? Dann machen wir dann Kampfrunden. Albuins Paladin, derjenige, der jetzt entwaffnet worden ist, wird umwandeln und dreimal parieren. Die anderen parieren weiter in Formation zweimal. Zwei Schreitkolben, die auf Fiona eindringen. Was macht denn die Bannstrahlerin? Die Bannstrahlerin guckt Corian an und überlegt wohl gerade, ob sie ihn erwürgt, bevor der andere befreit ist. Also, sie geht da gleich hin. Nächste Kampfrunde. Vielleicht kannst du ja eingreifen. So, ich muss als erstes handeln. Ihr dürft vorziehen, ansonsten Bossi, zwei Schreitkolben. Du musst mir jetzt mal helfen, was Formation angeht, weil ich als Spieler einfach keine Ahnung habe. Und Fiona bestimmt schon, weil der Charakter genug AP hat eigentlich. Ja. Also das heißt, was kann ich dagegen tun, wenn die mich jetzt angreifen? Gibt es irgendwas wie Binden von oder dass ich die Formation zerstöre oder einen Rundumschlag oder weiß ich nicht was? Ich habe gerade schon geguckt, Befreiungsschlag habe ich nicht, aber das wäre es glaube ich auch nicht, oder? Also so ein Schildspalter, um die Schilde zu zerstören oder ja, um sie wegzudrängen, das könntest du halt auch machen. Aber da kannst du gerade wenig gegen tun. Also in Überzahl besiegt dich eine Formation eigentlich immer. Kann ich einen von den beiden binden, einfach in der Formation und den kaputt machen? Also gegen den hauen oder so? Also dass ich dann quasi die Formation einfach ignoriere? Geht sowas? Also was du machen kannst, ist ein Hammerschlag, den du findest. Wenn der nicht pariert wird, splittert der Schild. Und das ist die Hoffnung, die du gegen eine Formation mit Schilden machen kannst. Das heißt, die Finte macht ja quasi die Parade geringer, ne? Genau, die Finte treibt die Parade nach unten und wenn du den Schildspalter Hammerschlag, du darfst das durch deinen Waffenmeister, wenn du die Schilde zerstört hast, dann kannst du mit denen aufräumen. Okay, das heißt, ich habe ja durch den Hammerschlag eine Achterschwernis, richtig? Wobei das Erste, was jetzt passiert, ist, dass sie zweimal angreifen und zwar dich. Beide getroffen. Ja, sonst hätte ich vorgezogen. Aber. Ja, weil ich habe jetzt schon mal gemacht. Ja. Also, ich war ja noch am Erklären, was ich machen will, aber gut. Wenn du auf es kommen zwei erfolgreiche Attacken auf dich zu. Ja, dann pariere ich jetzt zweimal. Möchtest du zweimal parieren? Okay, das will war jetzt die Frage. Will ich wieder noch mehr einfressen, ja, gut. Dann. Wenn du auf den Hammerschlag eine zusätzliche Erschwernis dir gibst, dann und der eben pariert wird. Ja, das habe ich schon verstanden, das wollte ich ja vorher machen. Und der pariert wird, dann kannst du gleich machen. Auf jeden Fall ein Bruchtest fertig. Gut, du parierst zweimal? Ja. Gut. Einmal, hupsi. Ist Lungen, dann kommt einmal Schaden. Es sind nur 10 TP. Ich möchte den Chippy und nochmal. Für deine 19? Mhm. Dann mach das. 20. Oh Gott. Hätte ich ja besser die 19 behalten. Aber es ist kein Patzer, ist nichts passiert. Es bleibt bei den 10 TP. 10 TP, okay, auf. Sei froh, dass du da jetzt keine Meisterparade reingelegt hast. Das hätte ist ja gut. 3. Ja, 7. Okay, ja. Gut, dann ist Avigor. Habe ich das richtig verstanden? Der eine wurde entwaffnet, ist aber immer noch in Formation, weil die mit dem Schild parieren. Genau, und er möchte jetzt ein drittes Mal parieren. Weil er nicht angreifen kann, er wird jetzt nicht auf die Fäuste wechseln, er wird jetzt dreimal parieren. Genau, ich merke allerdings, dass ich nicht angegriffen wurde, will also zweimal angreifen in dieser Runde. Das kannst du gerne tun. Das ist eine logische Konsequenz. Einmal mit einem Wuchtschlag plus 4. Mhm, du hast noch eine meisterliche Parade. Noch aktiv? Ja. So, die ist noch aktiv. Ich glaube schon. Glaube ich, habe ich hab das in Waffen benutzt, oder? Aha, stimmt, du hast recht. Entschuldigung, du hast recht. Ja, dann. Das ist leider nicht geschafft. Das ist nicht geschafft. Die zweite ist normal. Genau, du hast aber durch das Umwandeln eine plus 4 und eine plus 4 durch deinen Wuchtschlag. Ah. Das ist eine plus 8 aktuell. Okay, mal sehen. Mal geschafft trotzdem. Scharf, dann mach Schaden. Beziehungsweise, warte, 1, 2 Paraden. Ist pariert. Schade. Ja, guck mal gerade die 20 nach. Nicht beschädigt. Gut. Ihr Schurken! Bei Praios, verrecke. So, Fiona hat noch eine Aktion. Ja. Ich habe ja eine 6er Schwernis, weil ich eine Chromerleichterung habe auf den Hammerschlag. Das heißt, dann wirf ich auf eine 18. Wenn ich dann eine Finte 8 mache, wirf ich auf eine 10, richtig? Also du hast eine Erleichterung auf den Hammerschlag von 4 durch deinen Waffenmeister. Ach 4, ich dachte 2, okay. Nee, dann du hast eine 4er Erleichterung durch den Waffenmeister, normalerweise ist es eine plus 8, dadurch ist es nur plus 4.
Was ist dein Angriff? Dann würde ich auf eine 20. Genau. Ja, 24. Also dann würde ich auf eine 20. Das heißt, wenn ich jetzt eine Finte 6 machen würde zum Beispiel, würde das reichen, um den Schild kaputt zu machen? Das kommt drauf an. Seine Parade, ne? Er hat, sind zwei Paraden und die musst du dir überlegen. 3, 2. Ich mache eine höhere. Warte, ich würfle auf eine 12. Also eine 12. Eine 8er-Schwernis. Gut. Juhu! Das reicht. Dann kommen zwei Paraden. Beziehungsweise wird zu links oder rechts? Also links oder Mitte angreifen? Den linken. Das ist die richtige Entscheidung gewesen. Ist die richtige Entscheidung gewesen, sonst hättest du auch drei Paraden bekommen. Achso. Nicht geschafft. Dann darfst du deinen Schaden mit dem Hammerschlag machen. Das sind 8 mal 3. 8 mal 3 sind 24. Plus. Ach nee, die Finte ist ja gar nicht. 8x3 ist 24, genau. Ja, aber habe ich durch Hammerschlag nicht dreifach Schaden? Ja, ist doch. 8x3. Achso, 8x3, ja. Die sind 20, genau. Dann ziehen wir die Rüstung ab. Falsch. Ja. Guck gerade, was die für eine Rüstung haben. Die Schalter des Lichts, RS4, habe ich mir gedacht. Dann nehmen die 20 TP. Das ist definitiv eine Wunde. Ich würfel gerade mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Wie, nur eine? Du hast einen gerade. Nein, ich sag gerade nur eine Wunde. Mit 20 TP ist ganz schön wenig. Ja, das ist sogar die zweite Wunde, ja, aber zumindest ist es eine Wunde und die müssen nicht damit selbst beherrschen. Er fällt hin. Damit bricht auch die Formation. So, ich muss gerade mal gucken. Sehr gut. Wunde, zwei Endlich. Stück. Bin nämlich auch fast kaputt. Durch die ganzen kleinen Schaden da. Gut, nächste Kampfrunde. Möchtet ihr mit Initiative würfeln und mitkämpfen oder wollt ihr fliehen? Ich will vorziehen und den kaputt hauen. Sonst habe ich nämlich gleich keinen Lebenspunkt mehr, wenn ich mich nochmal treffe. Corian, wirf mal Initiative. Corian, wirf mal Initiative. Du merkst, wie die Ketten sich lösen und Albuins Leibwächterin, die Bonstadterin, auf dich zukommt und dich gerne angreifen möchte, bevor du ihn losgemacht hast. Ich würde sie umrempeln. Du machst sie über die 19. Nee, ich will quasi in der Mitte durch und sie dabei so ein bisschen wegtackeln. Ja, Initiative bitte. Die ist auf der 17. Ah, genau, lass den Faktierer frei. Bitte, was soll ich Release machen? Release Belhalla. Ja, aber Ado noch nicht. Also Ado. Die Waffe von Blutfaust liegt übrigens noch in der, liegt hier noch rum, ne? Weil Feuer und ihr hattet die analysiert und... Ich bin gerade leider busy. Ich wollte nur sagen. Könnte Corian, du könntest sie greifen. Mit den Widerhaken, die in dein Fleisch reingreifen. Ja, und sie ihm dann geben. Versuch. Toll. Albuin, Leibwächterin. So, wir gehen in die Initiative. Wir fangen wieder an mit den Albuins Reiten unter. Das sind diese hier. Das sind 1, 2. Eine Attacke auf Fiona und eine Attacke auf Travi. Ich wollte doch vorziehen, habe ich darfst gesagt. Darfst du? Darfst du? Ich wollte nur ansagen. Gut. Und ich will umwandeln. Ja. Und verfall ich gleich um. Gut. Also, einmal auf den, der am Boden liegt, weil der jetzt eine Erschwernis hat. Okay. Bam! Schon aus dem Kampf. Das ist natürlich, kann ich parieren. Kriegst eine Erleichterung von 8 Punkten. Ja, ich will ihn einfach killen jetzt hier. Ja, es ist eine Erleichterung von 8 Punkten. Kannst du natürlich auch Hammerschlagen mit einer Plus irgendwas. Ja, Hammerschlag Plus. Achso, das geht auch noch, ne? Ja. Ja, wenn ich nach der Erleichterung habe, dann gebe ich mir natürlich noch nach der Erschwernis drauf. Also schlage ich immer auf die 20. Ja. Gut. So, schon mal das erste Mal. Bam! Lungen. Schaden. Hui! Aua. 11 mal 3 33 plus sind 33 8. Plus 8. Möchtest Kaputt? Du die Szene noch beschreiben, oder? Ja, ihr seht, wie Fiona schon ziemlich angeschlagen, ihre Lippe blutet und ihr Arm hat so ein paar Kratzer abgekriegt, die Streitaxt erhebt und noch einmal fürs Waffen ihr brüllt und dann ihre Streitaxt in seine Brust versenkt. Ihr seht Blut spritzen und hört Knochen brechen. Und sie lächelt dabei. Ziemlich böse. Hätte ich beschrieben. Gut. Was war deine erste Aktion? Möchtest du nochmal da vorziehen? Ja, ich habe ja gesagt, ich ziehe sie vor und dann nochmal zweimal umgewandelt auf den anderen. Bam, bam. Den mache ich jetzt auch kaputt. Hoffentlich. Jetzt bin ich kaputt. Ja, den finde ich auch nochmal. Mit einer 5. Also auf eine 15 wirklich. Mist! Will mir einer sein Chibi geben? La, la, la. Dann ist Travigo. Okay. Chips übergeben darf man nicht, richtig? Nein. Schade.
Gut, ich gehe auf den gleichen, also auf den noch bewaffneten, und zwar mit zwei Attacken auch jeweils. Er hatte auch noch eine dritte übrig übrigens, ich weiß nicht, wann die rankommen. Einmal Finte plus 4. Wird den Zorn der sanften Göttin. Der sanften Göttin. ja, das ist pariert, und zwar von dem, der drei Paraden hat. Ja, auch die plus 4 nehme ich an. Aber der ist doch gar nicht mehr in Formation. Stimmt, die Formation ist gebrochen, du hast recht, der darf nicht. Ja, ich weiß. Hast du gut aufgepasst? Ja. Der macht Schaden. Nur 9. Hm? 9 minus 4. Anders notiert, weiter geht's. Zweiter Angriff, auch plus 2, sagen wir mal. Also ich brauche die 11. Ja, ja, genau. Ah, verdammt. Da kommt jetzt mein Chip. Ich habe auch noch einen Angriff. Übrigens. Du musst deinen Chip nicht einsetzen unbedingt. Okay, also dann, muss, dann komm, na einen. Komm, dann, nee, gewürfelt hat er schon, na komm, du hast den Chip, okay. Dann Fiona hoch rein. Machen wir erstmal Fionas Angriff. Gut. Bammeldabeldum, badum. Ha! 15. Ich muss ja die Finte noch ausgleichen. Versuchst zu parieren. Pariert. Ich hoffe, mit dem Kriegsschrei habe ich... Helden würfelst du schon wieder zweimal, der hat doch nur eine. Ach, er hat nur eine, ja, du hast recht. Ich entschuldige mich, die 14 liegt. Guck gerade mal die Parade von dem Schild. Reicht. Öfter. Ich hoffe, ich habe den mit dem Kriegsschrei jetzt die Attacke auf mich gezogen. Ja, du darfst deinen Schicksalspunkt noch ausgeben, sonst hast du nicht getroffen. Nee, gebe ich nicht aus. Also, gut. Ich hoffe, dass die mich angreifen. Würfel mal eine Überredenprobe. Ah, das ist Gesellschaftstalent. Ich habe gerade deinen Kameraden gekillt, aber... Sieht gut aus, dann kriegst du jetzt 2. Du hast umgewandelt, ne? Dann hast du keine Paraden. Hä, der hat dich. Das sind zwei Angriffe von zwei, jeweils zwei Leuten. 1W6 plus 6 sind einmal 2 plus 6 sind 8 und 3 plus 6 sind 9. Wohin? Zweimal in den Schildarm. Also sind keine Wunden auf jeden Fall. Ach, jetzt so bloß dein Schildträger dabei. Ja, aber der fehlt mir jetzt. Genau, der fehlt mir jetzt. Tja. Der kann gerade nicht, der muss Aachen anzünden. 6 und 5 verliere ich. Gut. Florian, du siehst, wie die Bandstrahlerin auf dich zuläuft. Möchtest du mit den letzten zwei Aktionen den Blutfaust befreien? Dann nimmst du einen Sturmangriff von ihr. Sehe ich, dass sie feindlich gesinnt auf mich zuläuft? Ja. Dann strecke ich eine Hand zu ihr aus. Hey, was soll das? Also, du hörst auf, Blutfaust zu befreien? Ja. Ja. Ja, gut. Ja, sie wird trotzdem Sturm angriffen, also dich versuchen zu tackeln und gegen die Wand zu drücken. Und das darfst du gerne parieren oder ausweichen, aber du siehst ihn auf alle Fälle kommen. Mit einer Raufenparade. Oder was? Genau, Raufenparade, aber sie läuft an und schafft es wohl nicht. Achso, okay. Sie steht jetzt auf alle Fälle im Handgemenge. Und dann siehst du, wie Ardo viel zu spät irgendwo hinter ihr auftaucht. Wollte wohl eingreifen, hat es aber aufgrund der Initiative nicht geschafft. Der kriegt das schon alleine, nicht rein dran vorbei. Gut, trennt dran vorbei. Ich guck gerade mal nach. Wie viele Meter möchtest du machen? Ich laufe hin und zieh mein Schwert. Du läufst hin, ziehst dein Schwert. Okay, also eine Aktion Position und dann Waffe ziehen. Ja. Dann stehst du mit Fiona und Travigor einsam. Währenddessen könnt ihr sehen, wie wohl Albuin gemeinsam mit dem Schädel wegläuft. Es so läuft nicht weg, aber er formiert sich weiter hinten wieder mit einer Front aus vielen, vielen Bauern mit einem preisgefälligen Mob. Kerzenzieherhof brennt derweil weiter. Ihr könnt so die ersten flackernden Flammen erkennen, die sich jetzt gerade durch diese Holzwand brennen und wie es warm und rauchig, stickig jetzt nach drüben zieht. Vor allem dann aus diesem kleinen Räumchen hier, wo dann diese Brunnenkette mittlerweile auch aufgelöst wurde. Tja, wo bleibt dein Feuer überall? So. Tja, hörst du nix. Gut, nächste Kampfrunde. Ihr verliert alle 1W6 Ausdauerpunkte. Es sind kein Schaden, aber es sind Ausdauerpunkte, die ihr durch den Brandverlust jetzt bekommt. Könnt ihr euch notieren? Wird natürlich später dann auch mit sowas wie im Kampf kämpfen, im Feuer, beziehungsweise kämpfen mit Ausdauerverlust. Alles berechnet.
Die Leibwächter ziehen sich formiert zurück, geben also nach. Gehen, ja. Ihr dürft. Es steht ja noch einer vor uns, oder? Nee, zwei. Zwei, die gehen zurück und lösen sich, die lösen sich aus dem Kampf. Ihr dürft Passier schlagen. Oh, ich will den gar nicht weglassen. Ich will ihn kaputt hauen von hinten. Das ist auch Folgen, aber erstmal darfst du auch einen Passierschlag. Die lösen sich auf alle Fälle. Passierschlag ist eine Attacke plus 8. Ah, das ist trotzdem bei mir genau geschafft. Ja. Ja, plus 8 ist Erschwernis, gell? Und Fiona trifft auch. Boah, nee. Dann dürft ihr beide Schaden machen. Keine Ansage, nur Schaden. Reicht. 7 minus 4 sind 3 TP. Okay, nimmt er. Und 11 minus 4 sind 7. Gut. Was mögt ihr tun? Hinterher und kaputt hauen. Von hinten seid ihr sicher? Mit der Streitaxt. Läuft Fiona vor? Ja, vermutlich. Die haut den jetzt von hinten mit den Streitäxten. Die ist sauer und die ist verletzt und überhaupt. Du siehst, wie gesagt, wie jetzt auch ein großer, großer Mob von Bauern mit Heugabeln auf euch zukommt. Ist mir egal. Gut, dann Aktionposition von dir. Kann ich dem hier einfach so hinterherlaufen? Ja, mit einer Aktionposition, genau. So. Dann habe ich eine Aktion weg. Gut. Ast ab, sag ich. Du merkst, wie deine Kameraden nicht mitkommen wollen. Was würfel ich denn auf Aktionposition? Einfach nur gehen. Einfach nach vorne gehen. Einfach nur gehen. Ja, gut, mache ich. Darf ich dann angreifen? Ja, zweimal noch. Ich greife nur einmal an. Ich nehme noch einen mitgeben auf jeden Fall. Warte mal. Von hinten ist ja auch drei Erleichterungen sowieso, ne? Du schießt nicht hin, du schießt vor ihm. Hä, hey, ich dachte, er hat sich gelöst, weil er weggerannt ist. Ja, mit dem Schild vor sich. Er ist nicht kopflos gegangen. Er ist geordnet zurückgegangen. Ah. Das ist kein, ich laufe jetzt weg wie ein Straßenräuber, sondern wie ein preisgefälliger Rückzug. Finte 5! Ziehen uns weiter hinten zurück. Da, getroffen. Ordnen uns neu. Gut, Finte 5, Parade, zumindest einmal. Ist geschafft. Hm. Zwei Streitkolben, die jetzt auf dich niederhageln. Ich dachte, die haben sich zurückgezogen. Den anderen habe ich doch gar nicht mit angegriffen. So, siehst du mal. Nee, ich kann nur einmal. Ich kann nur einmal. Der andere hat repariert, der andere kann noch zuschlagen. 1W6 plus 5. Geordneter Rückzug. Kein einfach so weglaufen. 5 plus 4 plus 6 sind 10. Nö, ich habe pariert. Gut. Damit sind deine Aktionen weg. Ja. Avigor, bleibst du stehen? Nee, ich renne hinterher. Okay, renne hinterher, Aktion meine Prinzipien. Ich würde gerne einen Sturmangriff tatsächlich machen. Oh. 4 Meter reichen sogar. Ja. Ort in Rückzug. Bams. Plus 4er ist es, ne? Mhm. Da kriegst du einen Passierschlag. Jetzt würde da gerne mein Schiff einsetzen, jetzt tatsächlich. Dann mach das, sonst ein Passierschlag. Das reicht. Das aus. Schaden. Ich habe eine Geschwindigkeit. Von 8 wahrscheinlich, 8 oder 7. 4. Dann also 12. 12 TP minus 4 sind 8. Ja. Ist ziemlich blutig angeschlagen, aber kann noch weiter kämpfen. Ist keine Wunde? Nee, 8 ist keine Wunde. Nee, ich habe eine Wundschwelle von 7. Ja, aber die sind eisern. Aha. Auch? Ich auch. Nee. Konstitution von 14 und mehr, also bei den Paladin kannst du schon mal von der 15 ausgehen und dann plus Eisern, das reicht. Gut. Kann ich in einer freien Aktion versuchen, meinen Heiltrank auszupacken? Aus dem Rucksack? In der Gürteltasche. Vom Gürtel dauert das 6 Aktionen, genau. Ui, okay, na dann hat sich das erledigt. Ado. Ich trete einen Schritt zurück und reiße mir ein Haar aus. Okay, interessant. Dann? Fange an, Hexenknoten zu zaubern. Ah, wie lange dauert der? 10 Aktionen. 10 Aktionen. Das Gebäude brennt weiter. Corian, du gehst ins Gerangel mit der Leibwächterin von Albrin. Sie möchte nicht, dass der Belhakta-Paktierer befreit wird. Der beißt sich weiter auf die Lippen. Und
Du siehst jetzt, wie er mit seiner Waffe, die er sich in den Arm geschlagen hat, nach der Leibwächterin hacken will. Es ist kein Schneiden, es ist ein sehr ungastliches Hacken. Okay, was macht die Leibwächterin? Erstmal ausweichen, sodass du sie schlagen könntest, wenn du denn wolltest. Aber sie will auf keinen Fall vom Battle-Hub-Paktierer getroffen werden. Okay, ich würde ihr mal so einen Warnschlag geben. Dann nochmal mit den freien Aktionen, was soll das? Raufen und danach überreden. So, das ist die... Oh, okay. So, überreden. Aber kommt der preisgefällige Mob näher und näher. Es waren vorhin auf dem Platz mindestens 20, eher mehr. Die kommen jetzt nach und nach eben auch mit Heugabeln, laufen auf euch zu. Brennt es da schon richtig in dem Raum? Ja, definitiv. Also Ado, du kannst dir sicher sein, dass das Bild, das ist auf alle Fälle, wenn es nicht unzerstörbar ist, dann wird das schon vernichtet sein und die anderen, die dann später so oder so, sollten die dann ja verbrannt werden. Aber ich glaube, das hat sich Alguin anders vorgestellt. Hat wenigstens eine gute Sache. Ihr bekommt in der nächsten Runde, ich muss gerade gucken, Misslungen. Was möchtest du? Darf ich mal mit einer Magiekunde, Götterkulte, mir egal, feststellen, ob das vielleicht doch gar nicht so chorgefällig ist, wie ich meine. Ja, mach 7. Wurde ja vorher auch schon angesprochen von diversen anderen. Ja, ich wollte gerade sagen. Also, wenn das schon mal im Raum steht, du hast keine Ahnung von den Göttern, du hast keine Ahnung von Belhalla. Schlachten ist das Gebiet von Chor und das ist nicht rondrianisch, aber tut es gut. Egal, wie es vergossen wird und wenn man Schwache abschlachtet. Der reißt das schon. Ja, aber aktuell ist er noch nicht weiter befreit. Das ist das Problem. Ja, nächste Kampfrunde. Alle bekommen 2W6 Ausdauerverlust. Hey, wir sind doch rausgerannt hinter denen. Ja, es brennt. Es brennt überall. Das ganze Ding steht jetzt im Flammen. Das ist mit Stroh und Heu und Kerzenzieherhof. Da sind überall Kerzen. Das brennt. Oh, was heißt das jetzt? Falsch. Ausdauerverlust, genau. 2W6 und dann nächste Kampfrunde. Wir können anfangen gerne mit Fiona, ansonsten weiterer Rückzug von den Paladinen und die Bauern, die auf euch einstürmen. Ja, in einer Kampfrunde sind die definitiv da, zumindest die ersten 10. Ich würde gerne vorziehen. Ja, Travigo. Zu Fiona gewandt. Lasst ab bei Rondra! Wir müssen hier weg. Und die zweimal angreifen. Oder achso, sie haben sich zurückgezogen. Ihr dürft Passier schlagen, wenn ihr mögt. Ja, nochmal. Ja, wieder plus 8. Wieder plus 8 für einen Passierschlag, weil sie sich aus dem Kampf gelöst haben. Kann man keine Erschwernis reinlegen, ne? Nein. Das ist normaler Schaden, wenn ihr trefft. Ja. Oh, es ist geschafft. 10 Schaden. Damit geht auch der Paladin von. Und unserem Travigor, der geht auch kaputt. Also was heißt geht kaputt? Weicht auf die Knie, bricht dann zusammen. Und der von Fiona wird wohl noch einen weiteren Schlag brauchen. Dann ist auch er weg. Wie gesagt, eine Kampfrunde habt ihr noch, dann stehen 10 Bauern vor euch. Ich möchte meine Aktion benutzen, um meine Überredenkünste zu beweisen. Alle Aktionen möchte ich dafür benutzen. Ja. Haltet ein, was geschieht, ist nicht göttergefällig. Wenn ihr uns angreift, begeht ihr Frevel gegen Praios. Flieht, ihr Narren. Und dann fuchtlich so mit den Händen nach vorne, so flieht. Auf der anderen Seite kannst du sehen, wie Alboin den Schädel nach oben reißt und laut zu Praios spricht. Laut die Sachen, die Gebete aus dem Praios Vademecum anruft. Ich habe 8 Punkte übrig. Ja. Ey, gewiss, Alboin hat mehr. Ja, siehst, wie die Wolkendecke über euch aufreißt, der Himmel über euch Wolken befreit wird, Licht nach unten strahlt und es wärmer wird als die Sonne eigentlich. Vielleicht wie ein großes Auge, was sich jetzt öffnet und ein heiliger Bannstrahl, der demnächst nach unten schnellen könnte. Na toll. Paios, Richter der Götter, Fürst der Zwölfe! Bekennt die Schuld. Ihr habt gefehlt, wieder die Ordnung. Gesündigt, wieder dein Gesetz. Er brennt.
die Worte und ihr könnt sehen, wie die Bauern auf euch einstürmen, während es neben euch heiß lodert, überall ist Feuer. Über euch, neben euch. Jona. Renn! Sag ich zu, Abigor, so heißt er. Und dann pack ich ihn und renne. Also ich kann gar nicht packen, ich hab die Hände voll Streitechse. Ich renne. Nach vorne einfach. Oder nach hinten? Ja, nach hinten müssen wir zurück ins Feuer, wa? Ja, also noch könntest du durch die Fenster hindurchbrechen. Ja, dann haben sie auch benutzt. Ja, dann da hinten hin. Weil nach vorne, also durch den Hof kommst du nicht mehr mit, mit dem Prius-gefälligen Mob. Gut. Avigor? Schließe mich dem gerne an. Avigor, gut. Ado, du hast dein Haar in der Hand. An dir vorbei stürmen Fiona und Trafigor. Ado? Ja, kann ich den Zauber einfach abbrechen? Natürlich. Kostet dich halt. Ich gehe erstmal rückwärts, also nicht rückwärts, aber ich gehe einfach weg erstmal. So. Kann mich bitte jemand hier aufhalten? Du kannst machen, was du willst, wenn du jetzt siehst, wie deine anderen Gefährten, du kannst dich lösen und du kannst Blutfaust zurücklassen. Kann ich das tatsächlich? Kann die Leibwächterin vielleicht mal sowas wie eine Überzeugungsprobe würfeln oder macht sie das nicht? Nö, sie macht das nicht. Darf ich das machen? Du kannst, Travigo, du darfst natürlich auch im Laufen eine Überredenprobe brüllen. Könnt ihr natürlich alle einmal. Wir können ihn doch einfach mitschleifen, oder nicht? Aber du raus jetzt hier, es brennt. Probier's. Komm mit, Kurier. KK18. Okay, ich probier's. KK18 ist mir egal, ich hau dir einfach in die Fresse. Okay. Und nehm dich mit. Kann ich einen Betäubungsschlag auf ihn machen, die mitschleifen? So halb, so pfff. Mach aber Sturmangriff oder sowas in sein Gesicht mit Laufen. Sturmangriff in sein Gesicht? Ich kann keinen Sturmangriff, aber. Raufen. Einfach nur raufen. Einfach nur raufen. Schmetterschlag. Ist das Raufen? Ja, du solltest halt 8 Punkte normalerweise haben, aber. Er sieht sowieso gerade sehr verzweifelt und verwirrt aus und blickt auf die Bandstrahlerin und den blutigen Blutfaust neben sich, der mit seiner anmontierten Waffe. Ja, warm. Du merkst die Faust nicht, die plötzlich in dein Gesicht schmettert, dein Kiefer bricht, knackt. Mach mal Schaden, Fiona. Ja, oh Gott. Ich hau sie alle kaputt aus meiner Gruppe. Ach, geht so. Ja. 4 plus 4 sind 8. Ist nicht über der Konstitution, du bleibst also bei Bewusstsein. Korean, wollte ich ja nur so halb umsmashen. Ja. Und ich würde sanft auf ihn einreden. Komm doch mit! Götter werden über ihn richten. Es steht uns nicht zu. Folgt uns. Komm jetzt, es brennt! Verdammte Scheiße! Fuck! Und ich renne raus. Während ihr aus dem Fenster steigt, springt, klettert und in Richtung des Waldes hechtet, ihr könnt sehen, wie Tjalf da wohl auf der anderen Seite steht. Der Satyr-Mensch ist schon verschwunden. Tjalf, du hast schon gesehen, wie er in einen Baum hineingerannt ist und in Feenfahrt verschwunden ist. Nicht mal mit einem Danke oder sowas hat er sich dann bei dir erkenntlich gezeigt, ist einfach weg gewesen. Und der Hund von Ado ist wohl auch irgendwo am Fenster, versucht euch hinterher zu kommen, zu springen, um euch herum zu tollen. Wollt ihr in den Wald rennen? Ohaya winkt euch zu, helft mir! Ja, ich gehe zu der rüber, das hatte ich ja vorhin gesagt. Ja, ich bin auch in die Richtung. Ist der Hexenknoten langsam durch? Du hast den Zauber abgebrochen, wenn du jetzt rennst. Ja. Bisher bin ich nur gegangen. Du musst dann eine Selbstbeherrschungsprobe machen, mit Zauber aufrechterhalten und sowas, aber das kostet dich ja noch mehr Aktion, ne? Weil du eine Aktion-Position machst und dann gleichzeitig gehst, also kannst du dich nicht auf den Zauber konzentrieren. Ah ja, gut, dann schaue ich nochmal kurz zurück, lass das Haar fallen. Was macht denn die Bandstrahlerin gerade mit Blutschluck? Die Bandstrahlerin bleibt zurück, ihr könnt sie nicht mehr wirklich genau erkennen, wenn ihr dann in den Wald einbiegt, wenn ihr flieht aus diesem kleinen Dorf. Mit der Kerzenzieherei, mit der Schmiede, mit dem Gasthaus, dem Kräuterhändler, dem Pareineschrein. Und wenn ihr euch nochmal umdreht, zurück in den Wald rennt, dieses kleine Waldstück, zumindest ein paar Bäume, die euch ein bisschen Sichtschutz geben, könnt sehen, wie der Himmel weiter aufreißt und eine riesige Säule aus Licht, die Kerzenzieherhof, in ein gleißendes Licht taucht. Und ein Strahl von Prios hat Albuin erhört.